So, diesmal wird wahrscheinlich niemand Garen Camille bannen, dann kann ich sie wieder blinden, dann habe ich ein mehr proaktives Game. Da freue ich mich drauf, wenn das eintreten sollte. Mal sehen, mal sehen. Place where I can go. Nein, ihr Schnocks, vielen Dank für den 31. Mate, welcome back. Danke dir, Mann. Vielen lieben Dank für deinen Support, mein Freund der Sonne. Danke auch an dich, Jonas. Willkommen. Dankeschön. Wir spielen Wodibär gegen Heimerdinger, gegen Hikarim. Oh. Ich meine, es waren dieses Mal Graves, Hikarim, war der Graves, Spellwerf, Ude gebannt. Weißt du, nur Hikarim ist vor den besten Junglern offen, I guess. Hm. Das heißt, wir haben jetzt einen Off-Roll-Midlaner und einen Jungler, der Wodibär spielen wird. Hm. Und ich kann nicht wirklich Camille picken gegen Renekton, also ich könnte, aber es ist halt sehr bad. Take this off, my Someone take me home. Wir spielen Yone. Das Matchup ist nicht wirklich gut, aber wir brauchen AP Top, I guess. Gwent ist noch schlechter. Mordekaiser ist noch schlechter. Absolut klar, was man hier spielen sollte gegen Renekton. Wenn man AP spielen muss. Mordekaiser Gwen sind wie gesagt nicht gut. Kennen ist auch nicht wirklich gut, aber Kennen ist der beste von denen, die ich gerade genannt habe. Hm. Jax, maybe. Aber du hast schon gerade eben zugehört, ne? Wir suchen einen AP-Toplaner. Ne, Jax ist da nicht der Beste. Und now was right there. Ja, ist das Airy-Angle oder ist das Cross-Strike-Angle? Ich glaube, es ist Airy Angle. Morde, ja, wie gesagt, Morde ist schlecht. Gegen Renekton. Wie gesagt, das ist nicht gut. Alright, wir spielen gegen einen PTA Ignite Renekton. Ich werde gesolo-killt werden. Also, es geht gar nicht anders. Someone take me home. Wenn der PTA Prowler's Claw spielt, wäre ich das ganze Game gesolo killed. Wow, let's see. I am the winner. Hey, Dagoran Bauer, willkommen. Danke dir, Bro. Vielen Dank für deinen Sub. Lieber Bauer. Hältst du von Vladimir Topster Zeit? Gewinnt halt kein Matchup, ne? Wenn du for free scalen darfst, ist fantastisch. Wenn du Matchup neutralisieren kannst, ist fantastisch, aber du wirst keines gewinnen und zu neutralisieren ist auch bereits ein schweres Stück Arbeit. Also gegen wen würdest du Vladimir denn picken wollen in der Meta? Gegen Renekton? Gegen Aatrox? Gegen Camille? Wenn du eine gute Antwort findest für mich, dann... Also, wenn du ihn reinpicken möchtest, dann maybe. Minions have spawned. Steady. Waiting for
for the Jax ist immer noch kein AP-Champion, aber danke für den Jax-Vorschlag. Danke, Boys. Ach, du willst in den Jax reinpicken? Oh. Ups. War früher gut, ist mittlerweile schlecht. Lichter Tempo ist zu stark. Jax kann Ghost Signal, ich bin nicht einfach töten. Auch mit Ghost CP ist leicht, aber mit Ghost Signal ist unplayable. Ja, alleine meinem Rage, meinem Energiebar würde er jetzt wissen, dass ich eh gestartet habe, aber und für die Kerl. Wir haben niemals genug Damage Schnecken aus der Lane rauszukriegen gegen Second Wind, Durant's Shield. Er wird irgendwann einfach uns auch sustainen. Und er wird uns auch traden. Let's trade this life for something new. Deswegen für Strike gehen sollen, maybe. Dann kriege ich auch Schuhe oder Stopper Trophy und kann aber Gold bekommen. Ari ist eh nicht so nützlich gegen ihn hier. I wish it wasn't so. Okidoki. Wow. Da, I mean, ich bin beim nächsten Flash wie einfach dead, wenn ich nicht wie Call-TP hier gehe. Es war so offensichtlich, warum bin ich gestaked? Aber es ist einfach nicht gut. Ich weiß nicht, was ich machen soll in der Draft. Es ist halt von Level 1 an ein Problem. Wir gewinnen Top-Level-Matchup niemals. Wir haben keinen AP-Champion und ich kann nicht AD picken in der Draft. In Full-AD-Team-Comp. Also was tue ich denn? Ja, I don't know. Flash Ignite, Renekton, PTA. Jetzt geht der Blade und kann mir das ganze Game solo killen. Ich habe kein Counterplay. Das gesamte Game, Kannst du erklären, wieso du Durant's Blade bevorzugst? Weil es einfach besser ist im Early Game. Und das Early Game ist ja der weit im härtesten Part gegen Renekton. Kenne macht am meisten Damage mit Auto-Attacks im frühen Spielverlauf. Er hat auch einen Auto-Attack-Buff mit seiner E und mit seiner W. Und der Base-Damage seiner Spells ist im Early Game recht nice. Du bist einfach tot, wenn du dich rausflasht. Ich kann vielleicht das tot, ja, ich denke. Nicht bad. Das hilft. Ja, zum Beispiel mit dem Fall, stell dir vor, ich hätte keine AD-Items, ich hätte 0 Damage gemacht. Ich kann ja dadurch 10 mal Auto-Attacken. Mach actually Schaden. Mein Gott, wenn der hier stirbt, das ist so gut für uns. Warpet. Still so distant. Ja, also wie gesagt, einfach der, du auto-attackst die ganze Zeit im Early Game mit Cannon. Und da brauchst du auch. Also ist AD hilfreich, Lifesteal ist auch hilfreich. Und Durant's Regen macht nicht mehr als das. Oder meinst du, ich hätte auch Kai gehen sollen? Kai gegen Renekton, nicht gut. Also nicht als einziges Item. Ihr seht jetzt schon, er geht fucking Prowler's Claw first item, wird mich fucking one-hitten kommen. Ich kann nicht überleben. So, ich gehe Seeker's Armguard. Seeker's Armguard, Kindle Gem, damit ich überlebe, Landing Phase, ja. Schrecklich. Was soll ich sonst tun? The way I feel. Ja, wenn er stunnen soll, dann queuen müssen, aber er hätte auch in den Minimap reinsteppen können, hätte ich ihn nie gestunnt. A silent death.
Beide Level 6, Mann. Double Buff und darf trotzdem nicht die Wave spielen, ha? Huh? Da ist meine Ult. No matter how far we've come away. Wir killen die Medi-Minion allein und dann ulten wir die gesamte Wave. Kommt uns nicht Base. Bald ist er so lost. Warum würdet ihr das auch jemals machen? Einfach aufs Padding gehen sollen und resetten, fertig. Nicht, wenn ich hier ulte, bin ich nicht da. Einfach schrecklich von den Blue Buff zu invaden. Die haben mich gerade eben Top Lane gedived. Renekton resettet for free, hat ein Plate bekommen, casht sein Gold an, ist schon Level 6, weil ich Level 5 war. Kann also gar nichts machen, ich bin paralysiert in Lane. Es gibt ihm noch Kills. Ey. Ob das Game nicht hart genug wäre von Champ Select. Hm. Meine Hoffnung ist einfach zu scalen und später die einzige Epic-Karte zu sein und aufgrund dessen Schaden zu machen, auch wenn ich behind bin. Ich kann nicht behind sein gegen Renekton. Unmöglich. Nice, die Q war gut. I swear I'm a believer. Das ist einfach ein ganz Level vor mir, Mann. Can win, can win. Ich habe mein Teil gesolot. Was sagt Martin? Renekton hat den ganzen Erdpolder-Slaw gekauft. Ja, sind mit dem Item fertig. Ich bin ein One-Hit auf dem Slowpush hier. Fuck. Er hat auch Flash Advantage, aber ich meine, wir kriegen ja einiges an Rüstung gerade. Eben könnte mich natürlich einfach easy diven und dann Herald beschwören wollen. Natürlich wichtig, dass ich dann vorher rechtzeitig Ult drücke. God damn it, Mann. Oh, ist einfach zu viel Damage. Ich habe schon die defensivsten Items, die ich kaufen konnte für Geld. Still getting digged. I've seen a vision of my life and I wanna be delivered. Aber wenn wir noch eine Q mehr durchbekommen hätten, hätten wir vielleicht genug Damage gemacht. Und die gestunt davor. Oh, what the fuck, why? Oh, der Fight sieht einmal wieder terrible aus. Und dann wurde über dem den Hikarim. What the fuck is this? Okay. For fun. Aber warum? Genau wie der Blue Buff und Bait davor. Einfach trash. Oh Mann.
Eine Sadas Q, ich bin half HP. Kein Problem. Okay, ich muss keinen nennen, weil ich boosted bin. This game is already a tragedy. Und ich bin so useless. Später haben die sogar den besseren Cannon, die Gegner. Denn er ist die einzige AP-Quelle. Er wird meine Ult haben. Und ist in der nicht komplett fucked worden. It just gave me more incentive. Ja, Mitte ist fucked, Top ist fucked. Vielleicht Carry Zaya. Wurde besser auch Houston, vielleicht zu Hekarim. Ist auch fucked. Can't win. Nice, Wooly Bear. Er hat Pickaxe und Prowlers. Just walk up to him, lol. Ja, nächste Flash-Q-Combo mit Ignite bin ich tot. Also Recall TP-Angle für nichts, sie haben nämlich gar nichts in der Basis. Ist immer noch sehr wenig, aber I guess besser als nichts den Pot zu verkaufen. Das Gute ist auch, Diorans Blade gibt Omnivamp. Mit anderen Worten, wir livestream auch von Qs und so. Securities. Ein Info von Acton. Haben wir recht safe. Team stirbt in Mitte wieder Bodebär und Leon. Ja, ne? War eine Combo. Cool, cool, cool. What would you do? Your turret has been destroyed. Ich hab keinen Bock gegen Salas zu gehen, ich habe nur Rüstung aktuell. Ich habe 40 mehr und 100 Rüstung, also. Aber wenn er die Werft da oben catcht, muss ich halt runter. Ach so, nutzt das noch, ne? Ich habe kein Protobelt, ich habe 0 Damage. Bin nur ich Level 11. Mit der Combo bin ich quasi ein Salas. Ich gebe die Ult-Bot. Denkt sich auch so, bitte unbedingt, ich will nicht Turm haben und Drake for free kriegen, ich will unbedingt sterben. Was denkt sich wurde wer? Oh, bin ich used, wir brauchen Protobelt, Sorks. Und dann brauchen wir eigentlich Void Stuff fast schon. Nein, eigentlich brauchen wir Deathcap. Oder Shadowfire. Got a flame. Wenn jetzt Mitte sterbt, ist eure Schuld. Mich braucht ihr laufen sehen. Nice. And win. Ich bin so langsam auf der Karte unterwegs, aber die snipe und sie ist dead.
Mein ganzes Team ist gestorben, obwohl sie genau wussten, dass es nicht egal ist, was sie gemacht haben, aber, you know. That's just life sometimes. Ein Vasal für meinen Kalbrock. Wir haben noch Flash, wir sind auch da, wir sind jetzt Level 11. In dem nächsten Reset, ich werde langsam zum Champion. Dauert noch ein bisschen, bis ich wirklich stark bin, aber ich bin die einzige Epic-Quelle, also. Gib mir noch 2000 Gold. Und ich kann vielleicht was machen. Mal gucken. You're killing me, killing me. Hängt noch bei einer Blade fertig. Er ist sehr squishy, aber. Verwundet der. Ist ein Trade, den man eingehen kann. Boah, weil es ja so für, es ist für mich wirklich schwer, in Fights reinzukommen. Da, das hat Sonja, der hat schon Cleanse. Wenn man spricht, die Pie, wir denken, sollte über die Wand drüber jumpen, mich killen, oder? Ja. Ich will der Base, aber da gleich den Satz. Blade. Ich gehe mal davon aus, dass er gebased ist. Ja, ja, Blade. It will be grey, but your picture on my wall. Huge. Solo kill trotz Sonjas. Die laufen einfach wohl lieber rauf. Oder rennt weg von uns statt zu uns, weil er cringe ist. Im Necken kann ich da sein, also. Ich will noch ein guter Fight werden. Ich hab kein TP, ich bin hier. Oh, finally. Finally. Man, du hast ihn nicht mit rotieren sehen? Oh, was denn da rotieren sehen, Mann? Ja, wenn ich ihn nicht blocke, killt er Valeona, aber ich hätte einfach Leona killen lassen müssen. Och, komm on, Säuer. Läufst du auf ihn rauf? Er läuft über Midlane rüber. Er hat 3 Kills bekommen. Why? Och, mein Gott. What is this gameplay? Gewinn den Fight unter Investition von so viel Zeit und Ressourcen und dann mal immer Triple Kill und kriegt jetzt Nash oder was? Why? Alright, can't win, can't win. Aber wer Kaiser nicht auf die Map gucken kann, wenn er über die Karte läuft. Eieiei, ich habe keine gute TP-Möglichkeit hier. Der Wort ist cringe, wenn ich darauf TP gezahlt habe, ist über die Wand und killt mich einfach. Wir müssen versuchen, mit einer Bodebär zu stehlen. Keine Ult, kein Smite. Er kein Flash, er kann nicht stehlen. Tschüss, Welt. Ich bin so gerade am Usen, ich hasse meinen Champion auch. Wir müssen farmen für die Ewigkeit und dann nichts zu machen. God damn it. Fucking Thrashock über die Wand, aber wow. Dann hätten wir die kurz one-hitten. Bob, Bob und Bob. Ja, auch sehr simpel zu spielen. Er ist zehnmal der Champ, der ich bin, aber ich kann einfach auch nichts Gutes draften in dieser Draft, wenn ich AP picken muss gegen Renekton. Vielleicht wäre ich trotzdem mehr useful, wenn ich Mordekaiser wäre, aber dann wäre Laning vielleicht noch schlechter geworden. Oh, das ist geil. Nice, wichtig. 1000 Gold für Zarya, geil.
Danke, Renekton. Er hat auch schon, der hat Mercs. Ich glaube, ich gehe Deathcap. Ich gehe mal Deathcap. Ich gehe kein Void Stuff. Ich gehe auch kein Shadow Flame. Ich gehe mal Deathcap. Wir brauchen in jedem Fight Flash. Right? Ja. Und dann brauchen wir Sonnias. Bevor ich nicht Sonnias, bevor ich nicht Deathcap habe, gehe ich kein Sonnias. Ich nicht flanke, was mache ich dann? Weiß, wir machen gar nichts, er hat kein Ult, wir fighten nicht. Ich bin halt so, ich bin so easy zu monitoren. Jetzt selbst Rehl das schon. Ich bin TTP ab, Mann. Kann ich im Busch gehen, Renekton. Ich würde das immer checken. Wenn ich dann drin stehe, kann er mich eh Protoss Clone töten. Nee, kann mich einfach rein unten hier. Das wäre so nett. So, übernimmt das Screen, ha? Oh mein Gott, da war nur der 10 und Sai hat alles gecarried an Damage und ich habe den CC gemacht, den es gebraucht hat. Dann ist am Ende da gestorben, das ist ärgerlich. Holy moly, Mann. Also, wir brauchen den durchpushen. Renekton war wie zu erwarten im Busch drin. War auch nicht so schlimm, Sai hat insane gut geultet. Ich ebenfalls. Can win Teamfights. Can win. Death Cap haben wir gleich fertig. Noch nicht mehr allzu lange. Außen Gold, das ist okay. Haben wir sehr viel Zeit jetzt, bis wir wieder auf der Karte sein müssen, right? Wenn ich hier alles, wenn ich die beiden Camps kriege und meine beiden Items verkaufe, habe ich mein Item fertig. Ich hab Slowkick gesmurft und mein Team war nicht da. Oh, scheiße. Ich hab mich auf die Wolf Death Trap hinreißen lassen. Ich hab meinen Flash gewastet. Weil wir selbst nicht aus Play kriegen, wir hatten einen mickrigen Kill auf Hecarim. Mein Flash ist viel wichtiger als ein Kill auf Hecarim. Mal was. Ein Eigerstick mit keine Ult. Wenn die Fight ist gewinnen. Aktuell ist nur 1-2-1. Sei es reingeflasht. Kreis hat geflasht, Hecarim hat geultet. Das ist schon nicht schlecht. Necken Carry jetzt den restlichen Fight nämlich an, ja. Der Waste Flash for nothing. Na, er hat nicht unrecht. Ich habe auch Flash für nichts gewastet, honestly. Renekton ohne Flash im nächsten Fight wird schon schwerer sein, für ihn zu spielen. Aber Cannon leider auch. Und ich bin deutlich mehr auf Flash angewiesen als er. Mit ihm zu verlieren wäre sogar richtig gut für uns, denke ich. Denken die Gegner sich auch. Dann gehen sie weder für Turm noch inne. Wir brauchen noch zwei Waves spawnen, denn ich habe TP, Nash spawnt gleich. Zwei Waves und wir haben unser Item. Stopwatch. Ich spiele leider TP auf Sylas und der ist natürlich ebenso leicht wie Renekton in der Lage, mich zu solo killen.
bin gerade im Use das ganze Game. Have a puzzle known as life. Kein Witz um dein Leben. Ich liebe nicht hin, wenn wir beide tot sind, ich hier. Das liebe ich gleich. Oh. Wurde gecatcht. Wir haben direkt Stopwatch verloren, TP verloren, Ult verloren, müssen Nash abgeben. Ach Mann. Cheat. Cheat. Ja, auch schöne Laterne von Thresh und Renekton aus der Gefahrenzone rauszuholen. Erneut. Jetzt Ult. Scheiße. Das ist schon wieder Ult. Der hatte meine Ult im Fight, hatte der Iro Ult danach. War so frech. Eieieiei. Ja, ich bin ohne Flash kein Champion. Und selbst mit Flash mache ich halt keinen. Also, ich mache einfach keinen Damage. Ich bräuchte Void Stuff, honestly. Oh, what the fuck, ihr hintet. Freundlich. Sehr freundlich. Oh, can win. Kevin. Sehr Pop-Position-Dinge, die sah ich auf jeden Fall gut. Ich muss einfach flashen und versuchen, sie zu peelen. Wenn die Renekton reindasht oder Hikri, müssen sie von mir gestunt werden oder Sylas. Alle müssen gestunt werden. Also auch wenn Kaiser reinultet, muss sie gestunt werden halt. Von Leon oder mir. Wenn wir gewinnen, wenn Sai hitten kann. Flash in 10. Another banger, can win. Nach vorne zu laufen hier ist irgendwie spooky. Ich würde sehr gerne auf mein Sonder-Sauerglas gehen dürfen. Brauche ein Voidstuff danach. Dann eigentlich wahrscheinlich jetzt schon. Wir hätten einfach nicht Sonder-S gehen dürfen, aber dann werde ich ein Lane permanent gesolo-killt, wenn ich das Item hier kaufe. Die Gas ist zu wichtig. Weil so schon die ganze Zeit sehr anstrengend zu überleben. Weil wir haben 3 Items, Saiya hat 6. Für Stecker wird sie nicht. Kann auch Level 18 werden, kann auch Pot kaufen, I guess. Ne, Pot hat sie auch schon. Das ist halt alles Gold, was sie haben will. Ja, richtig nicht reinzugehen, wenn sie nicht hitten kann, dann gehen wir nicht rein. Er hat nicht sonders können. Egal, sei es zurück. Oh, sendet. Oh, schön Ult. Trotzdem gewonnen hat das von Renekton, ja. Doch. Renekton hat Leona gekillt. Wir beenden. Es ist over. Wir haben gewonnen.
Ja, scheiße, dass ich da nicht gesondert habe. Ich hätte einfach, sobald ich sah, dass sie seine Ult sonnen essen sollen, damit er nicht Cannon Ult klauen kann. Aber ich hätte deutlich besser spielen können in den letzten Fights. Goddammit, was pickt man gegen Reckon als AP-Champion? Es gibt nichts, I think. I honestly, du pickst einen Tank, Ornn oder so, für du. Dann mache ich mehr Damage mit als mit Cannon diese Runde. Holy moly, man. 21 Kills, Zarya. Let's fucking get it. Well, to you guys. Perfekt. Well played. Gwen ist schlecht gegen Necton, Leute. Ich habe doch Gwen, Mordekaiser, Rumble alle tausend Male erwähnt. Gwen ist richtig bad gegen Mordekaiser. Gegen Necton. Mir fällt kein Champion ein, der funktioniert. Ich habe eine Menge AD-Champions gegen Necton. Ich habe die alle AP-Champions, ich habe sind Tanks. Was normalerweise auch fein ist. Aber sonst fällt mir nichts ein. Ich glaube nicht, dass irgendwas anderes im Game existiert, was gut ist. Lilia, actually Lilia könnte funktionieren. Tank Lilia, einfach als Tank. Gragas, Gragas als Tank, ja. Wie gesagt, Tanks haben wir genug. Können wir auch Maruka picken, können wir auch Renekton, Ornn picken, Sejuani picken. Das ist alles kein Problem. Es geht um den AP Carry, weil mit der Draft, wenn die Gegner Full Armor gehen auf Hecarim Renekton, ist halt das Game sehr doomed. Aber wenn Renekton Full AD geht, bin ich halt auch im schlechten Spot. Glücklicherweise hat unser AD Carry das ganze Game alleine getragen später. Ja, wir haben basically zwei gute Teamfights und alle anderen Fights waren hart. Oder war ich nicht gut drin? Lass uns mal den letzten Fight schnell angucken. Denn im letzten Fight, wenn ich da die Ulsonne essen könnte, wäre schon sehr gut. Der Thresh flasht raus. Jetzt, er ultet mich. Er hat dich mal geultet, actually. Das war seine E. Hätten dich gesehen habe, waren seine E nicht seine Ult. Wenn ich hier aber jetzt Sonne esse, wäre es das Beste, was ich habe. Ich habe eh keine Spells mehr. Jetzt werde ich Gear Silas E Everfrosted und Hecarim ultet. Dann bin ich aber dead. Ich wäre es auch ziemlich egal, wenn ich überlebt hätte, dann hätten sie mich immer später killen müssen und die Spells hätten keinen Schaden gemacht von Silas. Ah, noch ein bisschen Damage auf ihn gemacht, actually, bevor wir gestorben sind auf Silas. Vielleicht war es sogar besser, nicht Sonnessen, oder? Nee, war es nicht. War es nicht. Er hätte Sonnessen sein. Wenn ich aus Sonnessen rauskomme, kann ich Q'en. Weil er jetzt nicht kann Q'en, ich habe ein paar Spells getankt. Ich jetzt auch tanke, aber... Dann habe ich sie getankt, ohne dass sie Schaden machen. Müsste jetzt Sonnessen. Weil es sind einige Spells auf Cooldown. Die müssen erstmal meine HP wieder runterkloppen. Müssen erstmal wieder 1500 Damage machen. Dann kriege ich wahrscheinlich Q raus und vielleicht noch einen Auto-Attack und eine W oder so. Wenn ich Q Auto-Attack W kriege, habe ich einen weiteren Stun. Aber ich brauche zwei Auto-Attacks. Ich brauche zwei Auto-Attacks, bis ich Stun habe. Mehr No-Doubt besser gewesen. Ist Sven eine Option? Nope. Sven ist sehr bad gegen Renekton. Wenn er einfach gewonnen hat, ist schlimmer als Cannon. Wann immer ihr einen Squishy Control Mage oder halt sowas wie Cannon pickt gegen Renekton, passiert das gleiche wie gegen Cannon. Renekton dasht auf euch rauf und one-hit euch halt. Also auch das gleiche gilt für Ryze oder Vladimir oder andere ähnliche traditionelle Toplaner. Der macht genau das gleiche, was der Renekton gemacht hat. Der dasht auf mich rauf und it's rough. Ja, wenn wir den Double Kill im Early Game nicht bekommen hätten, dann wäre das Game unplayable, I think. Aber dank dieses Double Kills können wir noch spielen. Ja. Das hat uns sehr geholfen. Hast du deine Meinung zu den aktuellen Geschehnissen bei Twitter? Ich frage mich immer, welcher Tweet mein letzter sein wird. Ist schon sehr lustig.